Natur war es. Sie hat Zacharias getötet. Beruhigen Sie sich, Sir Charles. Sie stehen unter Schock. Lassen Sie uns arbeiten. Was kann ein einfacher Inspektor wie Sie schon machen? Sie haben keine Ahnung. Ein einfacher Inspektor? Also wirklich. Und da kommt Mr. Holmes. Lestrade, haben Sie etwa auch einen Preis gewonnen? Sehr witzig, Mr. Holmes. Gehen Sie nach Hause. Die Siegerehrung fällt aus. Hier wurde jemand ermordet. Wirklich? Und ich dachte, ich komme wegen dem Preis. Ich weiß. Ich habe Sie auf der Spielerliste gesehen. Gehen Sie. Sie wollen mir nicht gratulieren? Was? Halten Sie mich für so naiv? Zuerst wird hier jemand ermordet und dann tauchen Sie ganz zufällig auf. Was für eine Überraschung. Oh, Sie übertreiben wieder maßlos, Lestrade. Tun wir doch einfach so, als ob ich ein einfacher Berater sei, Ihr ergebener Assistent. Ach, also gut. Das Clubmitglied Zacharias Greystoke wurde gegen 4 Uhr morgens getötet. Dort drüben. Jetzt lassen Sie mich arbeiten. Das werde ich gerne tun, Inspektor. Ja, da sind wir wieder. Zurück im Clubhaus und direkt Probleme, würde ich sagen, ne? Ein Mordfall, Clubhaus. Ja, hören wir uns mal an, was passiert ist. Wie lauten denn die Fakten? Es ist recht offensichtlich. Der Täter wollte den Maya-Kalender stehlen. Zacharias Greystoke erwischte ihn dabei. Der Täter griff zur erstbesten Waffe, die er finden konnte, zum Speer der Statue und tötete ihn. Danach floh er, als gerade Sir Charles aus dem Clubhaus kam. Leider konnten wir keine Spuren jenseits der Mauer des Clubs finden. Als ob sich der Täter in Luft aufgelöst hätte. Sehen Sie sich selbst um. Das werden wir. Haben Sie das Clubhaus durchsucht? Wozu? Die Tat hat sich draußen ereignet. Natürlich nicht. Profis bei der Arbeit. So, mein Freund, ich zeig dir jetzt mal, wie das richtig geht, ne? Da kannst du mit deinem Stift rumhantieren, wie du lustig bist. Ja? Ich zeig dir das jetzt. Guckst du zu? Was zählst du denn jetzt? Die Steine? Wir haben viel Spaß. Sag mir, wenn du fertig bist. So, RB. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Person entgehen könnten. Da. Spuren. Spuren von Metall auf Stein. Spuren. Gut, da haben wir Spuren. Huch, ich bin immer noch in dem Modus drin. Statue von Tekun Uman. Kuhn Uman heißt der. Ne, hier haben wir nichts. Spuren von Metall auf Stein. Die Fläche ist beschädigt. Gut, das war's? Oder? Das Befestigungs- Ah, nee, da. Kaputt. Die Statue hat sich offenbar von ihrem Podest gelöst. Freiwillig? Wo ist die Statue denn überhaupt? Hat er die auch mitgenommen oder wie? Okay, hier sind die Spuren. Dann hat er die hier rüber geschoben. Und da ist er. Der arme Kerl. Ui, das sieht nicht gut aus. Kam von der Statue auf dem Podest. Gut, er kann Sherlock. Was haben wir da? Drehen, so. Aha. Initialien. Aber interessiert keinen. Auch gut. Interessiert überhaupt gar keinen. Hä? Willst du es richtig rummachen? Hallo? Auch nicht. Z und ein G, ne? Aber irgendwie kann ich da nicht wirklich was mitmachen. So, hier haben wir eine Uhr. Eine Taschenuhr. Aha. Das Gehäuse hat Kratzer und Dellen. Das ist korrekt. Da ist die stehen geblieben. So, Uhr. Schweiz. 1855. Diese Uhr ist alt und wertvoll. Sie hat viel durchgemacht. Okay, aber nicht relevant wohl. Greystocks Ordner mit einigen Dokumenten. Genau, das wollte ich auch sagen. Diese Abbildungen stellen Maya-Symbole dar. Das war's schon?
Greystocks Ordner mit einigen Dokumenten. Ja. Das war schon. Was haben wir denn noch? Haben wir hier irgendetwas? Ah, genau. Warte, da kann ich ja mal gucken, ob ich da irgendwas finde, was andere entgehen könnte. Aber... nee. Ja. Verstehe ich nicht, was das bringen soll. Also... da irgendwie noch was zum Öffnen oder so? Nö. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist unglaublich. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass er da irgendwie... warum sollten wir das sonst rausziehen können? Das ist ja Quatsch. So. Aha. Okay. Trockene Blätter. Sie erzeugen Geräusche, wenn man auf sie tritt. Greystoke hat das wohl getan. Das kann natürlich durchaus möglich sein. Der Speer. Trockene Blätter. Sie erzeugen Geräusche, wenn man auf sie tritt. Greystoke hat das wohl getan. Loot? Interessiert ihr nicht? Der Speer kam von der Statue auf dem Podest. Ja, ich muss bestimmt jetzt noch hier irgendwie was mit dem... ja, was soll das überhaupt darstellen? Ist das so eine Art Portemonnaie-mäßig? Weil es sieht so aus, wenn das ein Reißverschluss ist. So ein ganz dünnes, aber ich kann da halt nichts mit machen. Auch wenn ich das umdrehe. Oh. Ja, was ist? Siehst du das nicht, oder was? Brauchst du eine Brille? Hätten wir ihm doch mal die Brille aufgezogen. Verdammte Scheiße. Jetzt rächt sich das. Ach, jetzt macht es... oh. Okay. Das Geld wurde nicht genommen. Am Opfer fehlen keine Wertgegenstände. Der Treffer war gut gezielt und kräftig. Nun haben wir es doch endlich abgeschlossen. So, mal schauen, ob wir noch irgendwelche Spuren hier finden können. Weil irgendwie muss er dann das mit der Statue irgendwie, wenn die jetzt... ja gut, das ist Rasen, ne? Aber der müsste trotzdem Spuren haben. Oh, ich nehme mal meinen Kalender, Jungs, ne? Wenn man Lestrade glaubt, war dieser Maya-Kalender der Grund für den Mord. Aber können wir ihm glauben? Ich weiß es nicht. Das große Turnier des Bowls Clubs des Archäologischen Instituts von London. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Jo, was haben wir denn noch? Müssen wir auch mit dem Kopper hier reden? Hallöchen, mein Herr. Zu Diensten, Mr. Holmes? Hoffe ich, das hoffe ich, das hoffe ich. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Ja. Kann ich helfen, der Kollege Mr. will Holmes? Was. Hallo. Ach, verdammt. Komm ich nicht hin, muss ich echt rüber gehen. 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2. Bist du fertig? Noch nicht? Hast dich verzählt, ne? Ja, ich wusste es doch. Hallo? Kann ich helfen, Mr. Holmes? Ich hab einen Plan. Ich hab hier Spuren entdeckt. Kratzer auf dem Stein. Kratzer auf dem Stein. Was ist das denn für ein Geräusch? Jo, 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 mein Freund. Was geht ab? Kann ich helfen, Mr. Holmes? Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Ich wollte das nur ein paar Mal hören. Teppich sieht aber auch so aus, als hätte da irgendjemand was entlang geschleppt, oder? So ungerade, so geknittert. Aber ich glaube, wir kommen da gar nicht rein. Aber ich versuche das auch erstmal gar nicht. Ich quatsche mich erstmal noch mit dem Typen da unten. Falls der mit mir quatschen möchte. Und nochmal kurz hier gucken, ob wir hier irgendwas haben. Ah, die Häppchen von gestern. Verdammt. Hast du nicht aufgeräumt. Aber... das scheint so, als hätten wir hier auch nichts mehr. Gut, dann quatschen wir mal mit ihm. Hallöchen. Sir Charles, können Sie mir genau beschreiben, was geschehen ist? Ah, Mr. Holmes. Nun, um die Siegerehrung vorzubereiten, entschied ich mich, die Nacht über hier im Club zu bleiben.
Ich saß alleine am Tisch, als ich ein lautes metallisches Geräusch und einen schrecklichen Schrei hörte. Ich rannte raus und fand den leblosen Körper von Zacharias. Und war Zacharias. Ich sah die Statue von Tekun Umman wegrennen. Sie sahen die Statue wegrennen? Kannten Sie das Opfer? Woher haben Sie den Maya-Kalender? Clubhaus betreten. Sie sahen die Statue wegrennen? Es war zwar dunkel, aber ja, ich bin mir sicher. Sie rannte weg und machte dabei ganz schreckliche metallische Geräusche. Und das Podest ist jetzt leer. Sehen Sie nicht? Kannten Sie das Opfer? Kannten Sie das Opfer? Ja, natürlich. Zacharias Greystoke. Er ist... Er war ein Clubmitglied und exzellenter Bootsspieler. Besser als ich? Denke nicht. Aber warum war er zu der späten Stunde hier? Oh, ich weiß nicht. Woher haben Sie eigentlich den Maya-Kalender? Aus einer anonymen Spende. Ah ja. Wir hielten ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte, ihn dem Sieger zu überreichen. Oh, das war alles geplant. Ist der Kalender wertvoll? Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert, aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. Darf ich ins Clubhaus gehen? Das dürfen nur Mitglieder. Anderen darf ich das nicht erlauben, außer es liegt ein Durchsuchungsbefehl vor. Ah, jetzt kann ich noch analysieren. Okay, dann analysieren wir den Gauner mal. Edelstein, schlechte Qualität. Das habe ich mir schon gedacht. Einladung. Sozial aktiv, einfaches Flugblatt. Nee, dann wird er es nicht so mit sich tragen. Tja, ist es eine Verzierung oder ist er politisch aktiv? Fürs Königshaus oder so? Abzeichen, war beim Militär. Oh, und verheiratet? Sir Charles ist der Leiter des Boats Club des Archäologischen Instituts von London. Er war früher Soldat einer angesehenen Infanterieeinheit. Sir Charles ist verheiratet und macht einen wohlhabenden Eindruck. Allerdings täuscht... Was? Doch, allerdings täuscht dies offensichtlich. Er ist in der Tory-Partei politisch aktiv. Zudem scheint er ein aktives Sozialleben zu haben. Kommt in einem... Oh, da sind aber noch ganz schön viele Leutchen. Ah, okay, die kommen jetzt in diesem Fall alle vor. Was haben wir denn hier? Das Podest, erfragen. Dann haben wir jetzt hier noch das Clubhaus. Wir sind kein Mitglied. Auf dem Rasen in der Nähe der Leiche lagen eine Menge trockener Blätter. Es sieht so aus, als ob der Täter sie absichtlich dort ausgelegt hatte. Wieso? Ah, und der Maya-Kalender. Das müssen wir noch erfragen. Nur wen befragen wir da? Okay, er hat gerade noch hier irgendwie gemeckert gehabt. Was haben wir denn hier eigentlich? Ah, da kommen wir nicht lang. Die Frage ist ja, ob wir ins Clubhaus nachher einbrechen werden. Ich dachte echt, ich finde hier noch irgendwas. Auf dem Weg. Kratzer auf dem Stein. Ja. Die hatten wir aber schon. Hier haben wir das Podest. Kann ich mir die Statue vorstellen? Anscheinend nicht. Ey, warte. So. Mal schön alles nochmal abgehen. Aber
aber das sieht nicht so aus, als wenn wir hier noch irgendetwas hätten. Nee. So, mein Freund, kann ich hier mir irgendwas vorstellen? Scheint nicht. Okay, nee, hier gibt's nichts mehr. Tja. Hilfst du mir mal? Nee, du. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Ja, dann nicht. Fehlende Statue. Mit der Statue? Bisher unklar. Ich denke, der Dieb hat sie mitgenommen. Irgendwie. Wer auch immer da zu Werke gegangen ist, war gut ausgerüstet. Oh, scheint so. Dann gibt es da noch Sir Charles Version. Aber fahren Sie fort. Er sagte, er sei alleine an seinem Schreibtisch gesessen, als er einen Schrei hörte. Er ging hinaus und sah Greystoke am Boden liegen und... Ob Sie es glauben oder nicht, er sagt, auf dem Grün sei in der Nacht sonst niemand gewesen, außer der Statue selbst, die davonrannte. Sie meinen, die Statue könnte die Tat begangen haben? Interessant. Interessant? Eher absurd, würde ich wohl sagen. Aber warum hat sich irgendjemand verkleidet? Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich die Statue visuell vorstellen.